Schrecken und in meiner ganzen Schönheit, ohne Einschränkung und Hemmung. Die Zumutung ist komplett. Gestalttherapie in der frühen Phase, Bioenergetik und die Urschreitherapie folgten alle einer starken Strömung, der immer lauter werdenden Forderung nach unmittelbarem, authentischen Gefühlsausdruck als Befreiung von falschen Rücksichtnahmen und gesellschaftlichen Hindernissen. Aus Heim ins Reich wurde in den 60er Jahren Reich ins Heim, weil man den radikalen Psychoanalytiker Wilhelm Reich und seine Orgasmustheorie als Erlösung feierte und damit sogar politische Befreiung verband. Die Heimzöglinge sollten auf diese Weise jede Art von Unterdrückung und Bevormundung loswerden. Da sexuelle Verklemmtheit und Faschismus in direkten Zusammenhang gebracht wurden, sollte umgekehrt die sexuelle Enthemmung zur Überwindung des Faschismus führen. Dieser linke Mythos wurde später von der amerikanischen Historikerin Dagmar Herzog scharf kritisiert. Sie verweist auf zahlreiche Belege für die relative Freizügigkeit, die die heterosexuellen Arier während der Nazizeit genossen. Es lassen sich aber auch andere Beispiele finden, die einen einfachen Kausalzusammenhang zwischen Verklemmtheit und Faschismus eher widerlegen. Gleichwohl traten zahlreiche Free-Jazz-Protagonisten eindeutig für politische Ziele im Sinne linker Bewegung ein. Heute kann der Jazz als weitestgehend anerkannter Teil der Weltkultur gesehen und gehört werden. Insofern eine zwiespältige Entwicklung, als ihm damit Unterstützung und Aufmerksamkeit zwar zuteil wird, er aber viel von seinem früheren rebellischen Potenzial und seiner visionären Kraft als Gegenkultur eingebüßt hat. Kann man Adorno also doch zustimmen, wenn er zum Entsetzen intellektueller Jazzfans dreist behauptet, ihre Musik hafte etwas Pubertäres an, sie verstricke sich in einer Scheinrebellion, ohne je wirklich einen ganz neuen Weg zu finden. Und jetzt wird diese Kunst auch noch von der etablierten Kultur akzeptiert. Die Eltern erklären sich sozusagen einverstanden mit der Scheinrebellion, wodurch sie überflüssig wird. Sind damit auch die Helden von gestern entzaubert? Die frühere Aufladung fehlt heute. Ein Bedeutungsverlust, dem auch die Rockmusik anheimgefallen ist. Der Jazz wird auf sich selbst zurückgeworfen. Das Heldentum im Jazz. Der virtuose Solist wird für seine außergewöhnlichen instrumentalen Leistungen wie ein Held verehrt. Wenn er schier Unglaubliches vollbringt, die bisherigen Grenzen seines Instruments sprengt, wie ein Sportler, der die Weltrekordmarke überspringt. Das Bedürfnis des Publikums. Nach Bewunderung, sich in eine Art Rausch hineinzusteigern, das scheinbar oder tatsächlich Supranormale zu erleben, spielt hier eine wesentliche Rolle. Gewisse Höchstleistungen sind, wie es der Radsport eindrucksvoll vorgeführt hat, nur in gedopter Verfassung erreichbar. Wie auch in der Jazzszene wimmelt es von psychopharmakologischen Hilfsmitteln. Aber ein gedopter Held, liegt darin nicht ein Widerspruch? Die Künstlerbohème saugt die Psychopathologien in sich auf, das Süchtige und Kranke, das Außenseitertum wurde hier im 20. Jahrhundert nicht selten zelebriert. Während der vermeintlich saubere Sport mit seinem Fairness-Ideal vom gerechten Wettkampf immer wieder durch die zahllosen Doping-Skandale in seinen Grundfesten erschüttert wird. Der Starkult, die Heldenverehrung können bei den Jazzfans zu einer magischen Aufladung mit den Energien und Eigenschaften des Heroen führen, das Selbstwertgefühl in ekstatischen Momenten erhöhen. Musik wirkt hier wie eine Droge. Dem berauschenden Konzertereignis folgt nicht selten die Katerstimmung, wenn der Alltag wieder einkehrt. Paul Virilio, französischer Philosoph und kritischer Diagnostiker unserer technokratischen Gesellschaft, spricht von zu rasendem Stillstand führenden Höchstgeschwindigkeiten,
wenn er die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte porträtiert. Rasende Läufe in atemberaubender Geschwindigkeit. Die fliegenden Finger des Instrumentalattesten fesseln das Auditorium eines Jazzkonzerts. Im Nu wechselt der virtuose Held von einem wilden Hochgeschwindigkeitslauf wieder auf das thematische Zentrum und beweist so in höchster Vollendung Flexibilität und Mobilität. Das Lebensgefühl nicht nur in westlichen Metropolen spiegelt sich wieder in seiner schillernden Ambivalenz. Dem Artisten im Banne seiner stupenden technischen Brillanz droht die Gefahr der leerlaufenden Demonstration seines Könnens ohne Kunst. Das innere Feuer brennt nicht mehr. Jazz und Burnout. Wie lässt sich die extreme Kurzlebigkeit zahlreicher Jazzkünstler erklären? Hat sie ausschließlich mit der Lebensweise, dem Alkohol- und Drogenkonsum zu tun? Oder auch mit den Eigenarten des Jazz selber? Der immerwährende Zwang zur spontanen, möglichst fesselnden Improvisation, die professionelle Entfüllung der Spontanparadoxie, Spontanität auf Befehl, auf Abruf, treibt dieser die Musiker durch ständige Verausgabung in einen Erschöpfungszustand hinein, in ein Burnout-Syndrom? Ausgeleert, energielos, gelähmt, ohne Spielfreude. So eine Phase erlebte vor einiger Zeit der weltberühmte Jazzpianist Keith Jarrett, dem es glücklicherweise nach einer jahrelangen Pause gelang, wieder auf die Weltbühne zurückzukehren. Wenn es einem sehr schlecht geht, kann die Musik nichts ersetzen. Sie kann sogar das Gegenteil bewirken. Wie Rainer Maria Rilke sagte, Musik erhebe ihn und lasse ihn anschließend tiefer fallen als je zuvor. Musik mag größer sein als das Leben, aber wenn das Stück zu Ende ist, kommt das Leben wieder zurück. Die Anforderung, spontan präsent zu sein, seinem Patienten fortwährend einen emotionalen Resonanzboden anzubieten, eine lebendige, möglichst stützende und reflektierte Beziehung mit jedem anderen Patienten immer wieder neu zu gestalten, untergräbt sie nicht auf die Dauer auch die Motivation, die Kraft und den Einfallsreichtum eines professionellen Psychotherapeuten? Wäre ein Sabbatjahr für Musiker und Therapeuten oder gar der vielleicht zeitlich begrenzte Wechsel des Mediums sinnvoll? Die Musiker legen sich auf die Couch, während die Therapeuten zum Saxophon greifen. Das erschöpfte Selbst profitiert von einem Erholungseffekt. Der ausgelaugte Kanal kann sich langsam wieder füllen, während die Ausdrucksbedürfnisse des Individuums über einen anderen, unverbrauchten Weg befriedigt werden. Der renommierte New Yorker Neurologe und Autor Oliver Sacks berichtet in seinem Werk »Der einarmige Pianist«, einer aufschlussreichen Sammlung besonderer Fallgeschichten, von der erstaunlichen Wirkung der Musik auf hirngeschädigte Patienten. So vergisst zum Beispiel ein Parkinson-Kranker alle seine Symptome, während er ein Chopin-Nocturne auf dem Klavier spielt, um nach dem Ende des Stücks wieder in seine Krankheit zurückzufallen. Hier schafft die Musik Form und Kraft, bringt wie im Banne eines Zaubers sogar vorübergehende Heilung. Während die jahrzehntelange professionelle Musikpraxis die Kreativität erschöpfen und krank machen kann, dann wird der Künstler nicht nur an der Gesellschaft, wie vielfach zu Recht behauptet, sondern auch an der Kunst krank. Jazz und Psychoanalyse. Ein Abschied. Das Unübersichtliche, das Unbewusste, das Assoziative, das Unmittelbare, das Unberechenbare, das Geheimnisvolle, das Unverstehbare, das Endlose, das Labyrinthische, das vielfach Verzweigte, das übereinander Geschichtete, das in der Tiefe Abgelagerte, das Unterschwellige, das Sperrige, das Spekulative. Hat all das
seinen ursprünglichen Reiz verloren? Nach über 100 Jahren scheinen Psychoanalyse und Jazz ihre Blütezeit hinter sich zu haben. Im 21. Jahrhundert florieren die Mischkulturen und überall finden sich Zitate aus vergangenen Epochen. Der Jazz vermischt sich mit anderen, oft traditionellen Musikstilen. Die psychoanalytische Theorie verbindet sich mit der Praxis anderer Therapieformen. Was in der gegenwärtigen Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen offensichtlich an Bedeutung gewinnt, ist ein einseitiger, völlig auf die Naturwissenschaften abgestellter Wissenschaftsbegriff. Alles muss statistisch belegbar sein und bleiben. Das Hypothetische, das Spekulative, die intellektuelle Fantasie und die assoziative Kreativität, sie alle werden an den Rand gedrängt. Das geduldige Zuhören und die Lust an Details verlieren an Bedeutung. Die gleichsam literarische Sensibilität des Analytikers, ist sie nicht mehr gefragt, womit eine Verarmung der therapeutischen Landschaft droht? Todesanzeigen für kulturelle Genres gehören mittlerweile zum Reflex des Feuilletons. Wahlweise werden verschiedene Sparten, das Kino, das Theater, die Literatur, für tot erklärt, um dann doch weiter zu existieren. Nicht unähnlich ergeht es im Jazz. Wie ein angezeilter Boxer, der dann doch noch einen Haken landet, gibt der totgesagte Jazz unerwartete Lebenszeichen von sich. Allerdings sind die leuchtenden Ikonen, die die Jazzgeschichte durch Geniestreiche weiterentwickelt haben, heute von der Bildfläche verschwunden. Was bleibt, sind hochvirtuose, raffinierte Musiker, wie der amerikanische Trompeter Dave Douglas, der sich in mehreren Stilen und Spielweisen zu Hause fühlt und in eleganter Leichtigkeit zwischen den Genres hin und her springt. In unserer Kultur, die ihren Individualismus so preist, wird aber tatsächlich der subjektive Faktor immer weiter zurückgedrängt. Die Manuale der Verhaltenstherapeuten schreiben vor, was bei einer bestimmten psychischen Störung zu tun ist, ohne auf den individuellen Kontext einzugehen. Die Akademisierung des Jazz kann zu einer Zunahme der technischen Fertigkeiten auf Kosten der Musikerpersönlichkeit führen. Die persönliche Klangfärbung bleibt auf der Strecke. Wie weit lässt sich das erstaunliche Zurückdrängen des subjektiven Faktors auch auf die politische Großwetterlage im globalisierten Kapitalismus zurückführen? Können wir uns in fernerer Zukunft den Einzelnen nicht mehr leisten? Eine besondere Qualität des Jazz wie auch der Psychoanalyse bestand und besteht darin, dass sie beide dem Einzigartigen des Einzelnen viel Aufmerksamkeit und Beachtung schenken. Liebe dein Symptom wie dich selbst, propagiert der Lacan-Schüler Slavoj Žižek. Im Detail, in der Differenz zum anderen, zeigten sich nicht zuletzt offen der menschliche Makel. In seinem gleichnamigen Roman legt der amerikanische Schriftsteller Philip Ross, einer seiner Hauptfiguren, der vom Leben gezeichneten Putzfrau Fornia Farley, einen pointierten Satz in den Mund. Die Fantasie der Reinheit ist ekelhaft.
das Duo Kontrasax aus Köln mit Christina Fuchs und Romy Herzog und Janvier Enfeu und Konrad Heiland.